Wie der ein oder andere von euch eventuell noch weiß, hatte ich auf meinem alten Kanal nicht nur ein Format, in dem ich kleiderlose Yoga-Werbung vorgetragen habe, sondern auch ein Format, in dem ich Geschichten vorgelesen habe, die Menschen bezüglich ihres Koitus im Internet veröffentlichten. Und da ich auch für dieses Format vor langer Zeit von unseren geliebten Internetsittenwächtern Strikes erhalten habe, mir aber auch dieses Format ziemlich viel Freude bereitet hat, habe ich mich dazu entschlossen, auch dieses in einer etwas zensierten Version wiederzubeleben. Und an die Leute, die auch jetzt wieder rumheulen werden, dass sie keine Lust auf zensierte Versionen haben, man munkelt, irgendein Unhold würde meine Videos für volljährige Menschen unter dem Pseudonym Tommy Wu in unzensierter Form auf einer Plattform namens Cornduck oder so veröffentlichen. Ich glaube aber, das ist nur ein Gerücht. Bitte pack keine Links in den Kommentarbereich. Danke. Und jetzt lasst uns loslegen. In der heutigen Folge Begattungsbeichten beschäftigen wir uns mit den Beichten und Gelüsten der Bewohner des 33.000 Einwohnerkaffs Deggendorf in Niederbayern. Grüße gehen an dieser Stelle raus an alle meine Zuschauer, die dort in der Nähe hausen. Schauen wir uns doch mal an, was eure Nachbarn so treiben. Ich war mal mit einer Frau unterwegs, im Regen eine Stadtrunde mit dem Auto zu drehen. Entschlossen wir uns gleich, wir fahren am Stausee, um zu chillen. Wie es kommen musste, hatten wir Sex und ich wusste auch nicht, dass ihr Vater bei der Polizei war und hier auf einmal kommt die Polizei und erwischt uns und wer war da drin? Ihr Vater echt krass gewesen und schreite voll rum. Okay, fangen wir mal am Anfang an. Ich war mal mit einer Frau unterwegs, in Regen eine Stadtrunde mit dem Auto zu drehen. Von deinem Satzbau rotiert Konrad Duden im Grab gerade so schnell, dass man meinen könnte, er imitiert einen Dönerspieß. Zweitens, wie es kommen musste, hatten wir Sex. Wieso musste es dazu kommen? Warst du bewaffnet? Und drittens, ganz ehrlich, wenn ich mein Kind dabei erwischen würde, wie es für jemanden die Beine spreizt, nicht mal dazu in der Lage ist, das Wort schreien richtig zu konjugieren, dann würde ich auch echt sauer werden. Ich meine, jemanden in seinem Genpool schwimmen zu lassen, ist eine Sache. Aber du schwimmst nicht nur darin, du pinkelst rein. Aber nicht dezent, sondern vom Beckenrand. Ich würde dir auch lebenslanges Hausverbot geben. Kommen wir zur nächsten Beichte. Ich, männlich 27, hatte vor 3 Jahren eine Freundin, die Beziehung hielt knapp 1 Jahr, der Sex war echt der Hammer, sie hatte auch eine echt scharfe Mutter. Punkt. Wie ich meine Ex jedes Mal habe und ihr ins Gesagt gespitzt habe, bin ich anschließend zu ihr geilen Mutter gegangen und habe sie. Bis heute haben wir noch eine Affäre und ihr Mann weiß nichts davon. Wow, das ist eine wirklich rührende Geschichte, da geht mir mein Herz auf. Und sie ist auch wirklich absolut nachvollziehbar für mich, weil ich muss sagen, wir beide haben 1:1 wirklich den gleichen Fetisch. Oh Baby, ich kann es kaum erwarten. Oh Gott, ist das geil. Oh ja, ich spitz dir ins Gesagt, du. Ey, das ist genau das. Ich weiblich poste das für meine BFF. Sie hat mir erzählt, dass sie sich einige Male am Tag mit einer elektrischen Zahnbürste befriedigt hat. Danach war ihre Weg etwas gereizt, aber sie hat sich trotzdem weiter damit befriedigt. Und in einigen Momenten hat es beim Befriedigen so gezwickt. Die Tage danach war ihre Weg sehr gereizt, total rot und sie hat tierisch geguckt und gebrannt. Sie kann sich nicht richtig hinsetzen, dann brennt es schon. Und wenn sie rausgeht oder so, dann hält sie es auch nicht aus, weil es nervt ja auch, wenn die wegjuckt und brennt und alles. Wer hat das schon mal und was kann man dagegen tun? PS, meine Freundin war so schlecht gelaunt und ihr tat es auch etwas weh an ihrer Weg, deswegen habe ich sie gefragt, was los ist. Aber wir wissen nicht, was dagegen hilft. Bitte sagt uns eure Ideen. Und wenn es weggeht nach vielen Tagen, denn es ist bei ihr schon seit 3 Tagen, meinte sie. Ja klar, der Klassiker. Meine Freundin. Ich frage meine Kollegen auch immer, warum sie so schlecht gelaunt sind und weiß direkt, dass es in ihrem Schritt weh tut. Aber okay. Ich würde dir an dieser Stelle dazu raten, vielleicht einfach mal die Zahnpasta zu wechseln. Vielleicht verträgst du die alte einfach nicht, die du dir jetzt reinschmierst. Und wenn es immer noch brennt, dann kannst du dir entweder einen Feuerlöscher reinhauen oder einfach mal die Feuerwehr rufen. Die kommen ganz schnell. Alarm! Alarm! Ein Kollege und ich hatten im örtlichen Volksfestdienst. Als wir auf einem Routinerundgang waren, bemerkten wir in der Ferne einen Schatten. Als wir dort ankamen, waren wir der Meinung, dass es nur 2 Betrunkene sind. Als mein Kollege fragte, ob alles okay sei oder ob sie Hilfe bräuchten, bemerkte er erst, dass das Mädchen mit der Schlange rumkämpfte. Die beiden ließen sich aber nicht stören, sondern machten weiter, als wenn nichts wäre. Mal was anderes. Wow, lasst mich das nochmal kurz zusammenfassen. Ihr seht, wie ein Mädchen mit einer Schlange kämpft und helft ihr nicht? Das ist unterlassene Hilfeleistung, meine Herren. Ihr solltet euch was schämen. Ich meine, was wäre, wenn sie an der Schlange erstickt wäre, ja? Das geht gar nicht. Zivilcourage am Arsch. Danke, Merkel. An einem schönen sonnigen Nachmittag, als ich mal wieder mit meinen Freunden unter der Autobahnbrücke getrunken und gechillt
Klassiker. Habe ich mich mal für ein paar Minuten hinter dem Gebüsch verzogen und diese dann dort entjungfert. Boah, du hast alle deine Freunde hinterm Gebüsch bei der Autobahnbrücke entjungfert? Ehrenmann. Mann, war das atemberaubend. Diese gleich damalige Freundin. Achso, okay. Stell ich mir trotzdem lustig vor. Stell dir mal vor, es begegnen sich zwei Mädels und die reden dann übers erste Mal. Und dann sagt die eine so, ja, und wie war's bei dir? Ja, so mit Rosen und Champagner und so einem Scheiß. Und bei dir? Damals, ne, wo wir besoffen unter der Autobahnbrücke waren, hinterm Busch, geil. Das Einzige, was noch romantischer ist, ist die Story der nächsten Person, die auch gleichzeitig die letzte für heute sein wird. Also lehnt euch zurück und lauscht dieser wunderschönen Anekdote. Ich, männlich 23, beichte, dass ich mich gerne als Mädchen verkleide und ab und zu in den Wald gehe und mich an einen Baum fessel. Des Weiteren stehe ich total darauf, wenn mir Mädchen in die A** schlagen, auf mich drauf, an... und so weiter. Möchte es gern mal real erleben. Wer Interesse hast, soll bitte eine Nachricht an diese Seite schreiben. Großzügiges Taschengeld. Dürft auch Fotos und Videos machen, welche ihr auf Facebook postet. So, und um diesen Kommentar der Lüge zu überführen, hole ich mir jetzt professionelle Hilfe ran. Und zwar vom Einzigartigen. Ich heiße Shinichi Kudo. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mein Penis geschrumpft hat. So wurde ich zu KuchenTV. So, und gemeinsam werden Tim und meine Wenigkeit diesen Kommentarschreiber nun der Lüge überführen. Ich, männlich 23, beichte, dass ich mich gerne als Mädchen verkleide und ab und zu in den Wald gehe und mich an einen Baum fessel. Des Weiteren stehe ich total auf bla 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 bla. Möchte es gerne mal real erleben. Aha. Also folglich lügst du uns hier an, dass du das alles gerne machst, weil du tust so, als hättest du es getan, aber du hast es nie getan. Und was sagst du dazu, Tim? Ja, das war eine ziemlich komische Geschichte irgendwie. Vielen Dank. Du hast mir wirklich sehr geholfen. So, aber ich melde mich jetzt trotzdem bei dem Typ, weil ich bin Student und ich brauche Geld. Also, wir sehen uns gleich im Wald. Haut rein. So, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns, ja.